Hallo Leute, weiter geht's bei Golden Sun 2. Wow, wir werden erstmal begrüßt von dem Goblin. Wir sind hier auf dem sogenannten Bora-Felsen unterwegs und der hält uns ein bisschen auf, muss ich sagen. Es gibt hier sehr viele Wege, die ich möchte natürlich alle gehen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich komme da auf jeden Fall nicht durch. Wo möchte ich denn jetzt hingehen? Da komme ich aber nicht durch, oder? Kann ich hier runter? Nein. Ha. Kann der mich jetzt? Nie. Schade. Wenn ich hier an der Wand kletter, kann mich der Wind nicht treffen. Okay, da bin ich vermutlich falsch. Nehmen wir hier mal... Ich wollte sagen, ich komme nicht runter, aber doch komme ich. Nehmen wir mal die zweite Leiter. Verkackter Emu. Hurricane! Sieht cool aus. Und ich mache schon 85 Damage. Einfach nur mit meinem Schwert. Okay. Gehen wir jetzt diesen Weg. Ich glaube, da waren wir bisher nicht. Aber da komme ich noch nicht hin. Und da ist die... Oh, Kiste. Aber das müssen wir uns auch merken, denn... Ich komme hier noch nicht weiter. Leider. Ja, aber... Wo soll ich dann lang gehen, bitte? Ja, da ist so ein Wassertropfen. Der wird irgendwann noch wichtig. Aber leider noch nicht jetzt. Okay, versuchen wir es nochmal. Im letzten Mal wollte ich mir unbedingt die Kiste holen, das habe ich noch gemacht. Und nun, ja. Weiß ich nicht ganz, wo ich hingehen soll, darf und muss. Hapje! Und Traumblut. Chainer trägt schon ewig lange dieselbe Waffe. Sollte mittlerweile gut damit umgehen können. Da oben kamen wir runter. Hier gehen wir wieder komplett nach unten. Das bringt auch nichts. Aber irgendwo muss ich ja hinkommen. Ja. Wenn ich hier hochgehe... Ich kann da nicht durch. Ich kann da durch. Hab ich's nicht mal gesehen. Ah, hier komme ich weiter hoch. Sehr schön. Aber bringt mir halt auch nur bedingt was. Aber merken wir uns alles. Ist ja bestimmt eine Abkürzung oder so. Ist ja gut, dass das Klettern nicht so lange dauert, ne? Ist ja Wahnsinn. Ich kann mich hier runterpusten lassen, theoretisch. Lass mich mal davon tragen. Bringt mir jetzt das was? Ja, theoretisch ja. Das nach unten. Dann trägt mich das hier rüber. Okay. Ich habe bisher auch noch keinen Djinn gesehen oder so, den man übersehen könnte. Was relativ gut ist. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Könnte ich denn hier... Nee, hier kann ich nichts tun. Also wieder ein Emu verprügeln. Ah, Waffen, heult auf! Sehr schön. Ich kann aber hier nur nach oben gehen. Das ist jetzt hier wieder ein bisschen Timing-Sache, aber... Eigentlich haben wir mehr als genug Zeit. Eigentlich. Immer schön aufpassen, ob wir nicht doch irgendwo... Moment. Nee, okay, sieht gut aus. Nicht, dass irgendwo... dass irgendwo noch weitergetragen werden könnten zu einem geheimen Ort oder so. Ich meine ja nur. Könnte ich noch hier rüber schauen? Da geht's hoch, aber ich möchte erstmal nach unten, weil... Kiste! Hier die Abkürzung schaffen. So, mach mal. Und? Schlafbombe, toll. Dann kann er mich jetzt wieder nach oben bringen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Heißt, dieser Weg hier müsste eigentlich stimmen. Wie weit oben sind wir eigentlich schon? Dieser Bora-Felsen sah gar nicht so hoch aus auf der Karte. Ich meine ja nur. Immerhin, unserer Party geht's gut. Chen hat bereits die volle PP.
Kommt alles gut. Wir haben hier wieder zwei Wege. Ich gehe erstmal nach links. Aha. 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 Nee, das war falsch. Nein, auch nicht. Oh Gott, nicht Rückzug, auf keinen Fall. Ansonsten bin ich wieder am Anfang des Bodafelsen, glaube ich. So, ich mache erstmal das weg. Okay. Das war in Ordnung, aber. Hm? Erstmal noch hier weiter. Nicht übersehen. Hier könnte ich runter. Machen wir einfach mal. Bringt mir aber herzlich wenig. Okay, okay, okay. Das nur um. Aha! Doch, war perfekt, glaube ich. War, glaube ich, perfekt. Und Plasma. Ja, kostet alles sehr viel PP, aber hey. Ich frage mich immer noch. Wenn wir jetzt die Unschuld von Aaron nicht. Nicht erwiesen hätten und zuerst hier hingegangen wären, wie kommt man dann nochmal zurück? Ich meine, wir werden es erfahren, aber hey. So, ein Verschieber. Dann haben wir nämlich da einen Durchgang. Der mir bestimmt irgendwas bringt. Und zwar, dass ich hier runter kann. Und dann komme ich so weiter hoch. Und dann bin ich eigentlich auch wieder ganz nach oben gekommen. Kann ich dann auch nach links weiter? Ja, oh shit. Oh shit. Ja, wo ist eigentlich mein Hauptziel? Da muss es da drüben rechts bestimmt noch irgendwie ein Geheimnis geben oder so. Ich hoffe, es ist nicht der richtige Weg. Kann nur nach unten gehen. Nee, scheinbar ist das alles richtig. Und es geht doch links weiter. Gut. Wie gesagt, es könnten sich überall Djinns verstecken und so. Da möchte ich keinen übersehen. Jetzt schon wieder. Du bist kein Djinn. Clownstich. Autsch. Das hat weh. Was ist das? Immerhin verdienen wir gut Geld hier. Oh, ist ein weiter Weg. Jetzt haben wir noch Wind. Verschieben wir das da mal darüber. Oh, das ist Wind. Wir haben Nebel. Nicht Wind. Okay, dann. Was? Moment mal. Verirren wir uns, während wir klettern? Ist gerade das Ding? Ja. Oh mein Gott. Das wiederholt sich ständig. Ha. Okay, dann müssen wir wohl übel jetzt noch den anderen Weg nehmen. Hm. Wusste ich nicht. Komme ich denn jetzt da runter? So nicht. So nicht. Habe ich es jetzt schon verkackt oder so? Würdest du bitte? Was, hier mitten auf dem Vorsprung? Das ist das Vieh auch noch schneller als wir. Oh, das war ein Hinterhalt quasi. Ist das. Und geh nach Hause. Ah, von hier. Alles klar. Hab nichts gesagt. Hm. Aber viel bringt uns das jetzt eigentlich auch nicht. Außer, das sind sogenannte Schalter. Sogenannte Schalter. Wo wir diese steilen Säulen draufschieben. Kann ich mir zwar kaum vorstellen. Ah, doch, macht Sinn. Doch, macht Sinn. Also haben wir uns zuerst für den richtigen Weg entschieden. So, da muss halt dieser Nebel weg, ansonsten verirren wir uns. Offensichtlich. Hm? Ja, das sieht doch gut aus. Ich hoffe, beide Wege klappen, egal ob links oder rechts.
Ich wette, links ist richtig und rechts müsste ich nochmal zurückgehen und den anderen Weg nehmen. Für ein Item oder so. Könnte ich mir wirklich gerade vorstellen. Ja. Es ist so klar. Sorry Leute, ich muss das Item mitnehmen. Oh Mann. Das ist unfair Spiel. Ich kann mich auch nicht fallen lassen oder so. Oder schneller klettern geht alles nicht. Oder kann ich vielleicht hier jetzt so da durch? Nee, kann ich nicht, leider. Das wäre fair gewesen. Nee, dann müssen wir dann nochmal zurückgehen. Aber wie gesagt, es könnten sehr coole Items sein. Oder es könnte auch nur eine Mimik sein. Wobei, eine Mimik glaube ich eher nicht. Glaube ich eher nicht. Okay, machen wir jetzt das nochmal. Hier. Da und... Ach. Grindelu, leck mich. Ja, mittlerweile geht es alles schön schnell. Nein, das war wieder falsch. Das heißt, es war falsch. Noch nicht richtig. Denn wir müssen uns hier runterfallen lassen. Und wehe, das Item lohnt nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Mimik ist. Für dafür ist es zu gut versteckt. Aber wenn es jetzt nur ein paar Münzen sind oder ein Keks oder so. Wobei, Keks ist eigentlich cool, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ja, man klettert einfach nur gerade hoch. In den Nebel und dann... Oh, ich bin wieder an derselben Stelle, wo ich angefangen habe. Nee, das sind natürlich... Mächtige... Oh, Fujin-Schild. Das sind natürlich mächtige Energien, die da am Werk sind. Schutz vor Wind. Ich glaube, es kann nur ich tragen, ja. Machen wir doch gleich. Das Holzschild kann weg. Das Holzschild kann das jemand tragen? Nein, bisher nicht. Bisher nicht. Schutz vor Wind. Ich glaube, das ist ziemlich passend hier auf diesem... Na, auf diesem Felsen. Ah, gehen wir zur selben Hügel zurück. Ein weiteres Mal. So, wie komme ich jetzt nochmal darunter? Ich werde es nur hier fallen lassen, würde ich sagen. Oh, drei Stück. Ja gut, kommt her. Kommt halt her. Ich weiß nicht, ob ich Jenna nicht ihr Item wegnehmen will. Ist mir lieber, wenn sie Feuerattacken einsetzt, glaube ich. Obwohl die schon sehr cool sind. Ja, ich glaube, wenn wir ein bisschen höhere Level haben, werden wir uns das Ganze noch betrachten, was für neue Angriffe dazugekommen sind, aber... Ne. Aktuell würde ich lieber mit den anderen Attacken kämpfen. Deswegen, Jenna, leg die Peitsche mal ab. Nicht weglegen, ja doch, weglegen, aber nicht wegschmeißen. Das wäre ein bisschen schade. So, 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 Moment. Ich muss dahin. Und dahin. Ah, komm schon. Direkt hier verpasst. Ich werde auf diesem Ding hier angegriffen. Das kann doch nicht sein. So. Bin ich jetzt richtig? Nein, natürlich. Wie nie. Ah, okay, noch. Das war doch richtig. War es nicht? War es nicht. Was? Oh, jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Stehe ich jetzt wirklich wieder auf dem Schlauch. Hier gehe ich auf den Sack. Ich sagte, jetzt wollte ich auf den Sack gehen. Hier ist es, meine Güte. Ja, dieser Felsen ist ein bisschen... Es fordert meinen Gehirnschmalz. Vielleicht teilweise sogar überfordert es meinen Gehirnschmalz, aber... Dauert halt einfach nur ein bisschen länger. Wie gesagt, ist lange her, seit ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe. Ich spiele das Spiel viel zu wenig, aber... Deswegen hole ich das jetzt endlich wieder mal nach. Und wenn ihr dieses Video als Lösungsweg anschauen wollt, weiß nicht, ob ich das empfehlen kann. Sucht euch jemanden, der weiß, was er tut. So, wir sind auf der Spitze.
Was passiert jetzt, wenn wir diesen Felsen hier auch noch aktivieren? Versuchen wir es. Bisher haben wir nicht viel gefunden. Ja, wir erkunden hier einfach nur was. Wir wissen aber nicht genau, was uns hier erwartet. Das ist der Punkt. Perfekt. Synergiestein. Dann gleich mal noch alle heilen. Und gut ist. Den Stein haben wir uns verdient, würde ich sagen. Wartet jetzt hier im Bosskampf auf uns? Wir haben auf jeden Fall wieder mehrere Wege, die wir gehen könnten. Ah, okay. Das eine wäre eine Sackgasse gewesen. Wisst ihr was? Wir arbeiten jetzt mal ein bisschen mit Chins. Kanone und... Nee, Cosma hat genug PP. Kriegen wir schon hin. Echo! Und Kanone. So, sehr gut. Yes, Epizentrum erlernt. So, und dann direkt wieder verbünden. Okay, 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 okay. Oh, wow. Wow, ich glaube... Es wird hier noch ein bisschen kompliziert. Dieser Felsen ist größer, als ich angenommen habe, ehrlich gesagt. Oh, was zum? Weiß ich jetzt gerade nicht. Komm ich da hin? Nein, aber das sind schwebende Plattformen. Schwebende Plattformen? Tja. So, wir haben ein Epizentrum. Ist einfach nur eine starke Version von Beben, ja. Haben wir Echo, Kanone und Plasma. Ich wusste echt nicht mehr, dass dieser Felsen so lange dauert, ja. Aber man lernt nie aus. Gegengift gefunden. Way. Und mit den Chains direkt wieder verbünden. Okay, mit diesen fliegenden Plattformen, da kann ich nicht viel tun. Gehen wir mal hier hoch. Ist das das Stockwerk, das hier angezeigt wird, oder? Warum ist das eine 2? Keine Ahnung. Wir sehen uns alles an. Ja, über solche Windstatuen, aber die sind alle nicht aktiv. Oh, aber ich glaube, das ist gut, dass wir das jetzt machen, weil das sieht nach einer Abkürzung aus. Vielleicht auch der richtige Weg, wer weiß das schon. Hauptsache, wir haben es gemacht und es wird nicht mehr zurückgesetzt. Dann gehen wir da entlang. Oder noch nicht. Kirbenhieb! Zack! Die Zeit sagt... ungefähr 18 Minuten. Ein paar Räume können wir dann wohl noch machen. Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Trifft sich gut, nur ein Weg. Alles so verschachtelt und verwinkelt, ey. Oh mein Gott, das ist kompliziert. Da komme ich nicht durch, da komme ich auch nicht weiter. Das ist also hier irgendwie der richtige Weg. Ich will auf die andere Seite. Ich glaube, ich sehe schon, was ich machen muss. Glaube ich. Okay, ich möchte das behalten. Was, wenn ich jetzt den hier in den Boden ramme? Dann erhebt sich der. Ist aber eigentlich nicht das, was ich wollte, oder? Kann ich dahin? Kann ich dahin? Aber dann fehlt mir ja was. Oder nicht? Ja, dann taucht der wieder auf. Ah, nee. Passt. Oder mach ich es jetzt zu kompliziert? Einfach mal testen. Was? Was war? Was war?
Wenn ich da drauf stehe, oder was? Ja, oh, wenn ich da drauf stehe. Na gut, dann machen wir das so. So, müsste doch eigentlich schon reichen. Weil jetzt die Steine da draufstehen auf den anderen Säulen, komme ich da rüber. Oh, ein kleines Genie ein bisschen, ne? So, und dann den Weg ebnen. Oh nein! Ich bin überhaupt kein Genie, ich bin dämlicher Idiot. Dämlicher Idiot. Das Ding da in der Mitte, das muss weg. Das Ding da in der Mitte muss weg. Ich mach das viel zu kompliziert, glaube ich. Ach so, müsste es hinhauen. Apropos hauen. Hammer! So. Ja, ich muss ja nicht mal unbedingt da drauf stehen, oder? Ich brauche dieses Ding ja gar nicht. Seht ihr? Ja, man muss das Problem zuerst sehen, um es lösen zu können, hallo? Ich meine ja nur. So. Nochmal und dieses Mal mit Erfolg. Warum ist das so groß hier drin? Und zack. Weiter geht's. Ich nehme an, jetzt von hier. Was geht dann weg? Das da. Das. Moment, wir machen es einfach nochmal. Für den Fall der Fälle. Man kann ja nie wissen. Nee, dann kommt nichts mehr. Sonst ist der Weg blockiert. Mach schon bitte. Sehr coole Rätsel, doch. Da kann ich jetzt lang, oder wie? Scheinbar ja. Oh, was haben wir denn da? Eine Mumie. Sehr schick. Oh, und Jenna wieder mit ihren Feuerangriffen. Das ist mir einfach sympathischer. Ragnarök! Und tot und Flamme. Nicht tot. Warum nicht tot? Weil der sehr viel aushält, scheinbar. Yes, Jenna levelt. Immer gerne gesehen. Und nun sind wir da. Aha. Wir können scheinbar auch wieder eine Abkürzung basteln. Ja. Okay, aber ob wir zurück zu dieser Abkürzung finden und was wir überhaupt auf diesem Felsen finden werden, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn für heute war es das mit Golden Sun 2. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!